Hey ihr Lieben, es ist wieder Sonntag, ich bin die Mia und ja, willkommen. Genau, wir haben das Thema das erste Mal. Ja, mein erstes Mal. Ich war 16, also mein erstes Mal mit einer Frau. Ich war 16. Das Mädel, mit dem ich mein erstes Mal hatte, ja, habe ich durch eine Freundin kennengelernt, immer mal wieder getroffen und relativ viel gemeinsam unternommen. Ja, bis doch dann irgendwann mal meinte, ey, magst du irgendwie bei mir pennen? Ja, klar, kein Ding. Denkt man sich ja nichts dabei. Ja, wir waren dann unterwegs, sind dann irgendwann zu ihr heim, uns ins Bett gelegt und wollten noch eine DVD schauen. Ja, bis sie sich dann irgendwann umgedreht hat und mich geküsst hat und das dann so seinen Lauf genommen hat. Es war, also ich habe mir mein erstes Mal anders vorgestellt, klar, irgendwie mit der Freundin, also mit der Partnerin, ja, kam aber anders als gedacht. Dadurch, dass ich nicht wusste oder nicht davon ausgegangen bin, dass es so weit kommen würde, war ich davor natürlich auch nicht aufgeregt. Aber als es dann irgendwann ein bisschen mehr wurde, da ging dann auch mein Herz. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott. Weil sie war älter als ich. Sie hatte ihr erstes Mal schon und ich dachte, oh Gott, Mia, versau das jetzt nicht. Hau's nicht in die Tonne. Ich hab's nicht in die Tonne gehauen. Ja. Das war eigentlich so mein erstes Mal. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, weiß ich nicht, ob ich es anders machen würde. Also ob ich dann doch eher sagen würde, ich habe das erste Mal mit meiner Freundin oder meiner Partnerin. Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht wirklich sagen. Ja, aber im Großen und Ganzen war das erste Mal doch sehr schön. Oder was heißt sehr schön? Es war abenteuerlustig. Sagen wir es so. Ja. Ich weiß auch nicht so, wie stellt ihr euch denn das erste Mal vor? Also ich bin auch immer den Gedanken nachgegangen, ja, das erste Mal irgendwie mit Kerzen und schön und bla. Aber nee. Nee. Ich fand mein erstes Mal gut so. Genau. Ja, das war mein erstes Mal und jetzt kennt ihr die Geschichte auch. Bis zum nächsten Sonntag. Haltet die Ohren steif. Die Mia. Ciao.